Und hier ist Gold. Sehr schön. Aber hier sind jede Menge Spinnenbauteile. Sollen die sich alle gegenseitig töten? Das ist mir sowas von Wurst. Aber wir können 100 Bösartigkeit nutzen und Gorgo rufen und damit hier alles freimachen. Ich könnte mal gucken, was passiert. Speichern. Wenn wir einen der Steine da jetzt reinsetzen. Das ist der Geschwindigkeitsstein. Der dritte Stein der Endlichkeit wurde platziert. Noch zwei weitere Steine mussten seinem Beispiel folgen. Der sagenumwobene Stein der Geschwindigkeit hatte nun seine ganze Macht entfaltet. Von nun an konnte das absolute Böse diesen nutzen, um seine Kreaturen noch schneller werden zu lassen. Das heißt, mit Schaden, Regeneration und Geschwindigkeit könnten wir doch draußen so richtig gut aufräumen. Oder was? Den Leuten geht schon wieder nicht mehr gut. Ihr braucht nicht kämpfen, ist in Ordnung. Wir gehen raus. Zahltag. Dieser Stein der Endlichkeit beschleunigte die Kreaturen des sich wie Flash bewegenden Bösen. Endlich, wir kommen vorwärts. Können wir das nächste gute Wesen auch gleich töten? Feinde haben den Dungeon betreten. So, Dämonenstufe 5. Wir kriegen die auf Stufe 10. Ich will mich nicht mehr unterkriegen lassen, auch wenn die jetzt natürlich drin sind, aber die werden nicht lange durchhalten, so wie wir hier mit den Leuten durch die Gegend schmeißen. Irgendjemand tot? Nö. Ist noch jemand da? Wunderbar. Gut, wir müssen kurz nach unten. Ich werde oben Gorgo rufen und die ganzen Viecher auslöffeln. Denn das werden mir zu viele. Aber schön, dass wir sie alle zersägt kriegen. Viele Helden sind gefallen. Wir können die im Prinzip nochmal reinschubsen. Wir haben es bloß nicht so mit reingebracht, weil wir nicht so viel Geld hatten. Aber das hat sich ja jetzt ein bisschen wenigstens erledigt. Immer mehr Leute sind weg. Oh, Gott sei Dank. Also uns geht's schon mal besser als zuvor. Gut gemacht. Leute, ich bin stolz auf euch. Und jetzt holen wir Gorgo. Werden hier jetzt noch eine Schatzkammer draus machen. Und dann räumen wir hier oben einmal auf, dass hier nichts mehr rumkreucht und fleucht. Uns fehlen ja im Prinzip nur noch zwei Steine, aber wir müssen eben unsere Leute verbessern. Heißt, wir brauchen noch jede Menge Bösartigkeit und müssen sie auch weiter aufstufen. Am liebsten würde ich die Fallen auch noch verbessern, aber wir haben nicht so viele
tödliche Fallen. Der Bautrupp war auf dem Weg, um zerstörte Heldenbauwerke erneut zu errichten. Ja, ja. Ruf mir mal Gorgu. Achso, kümmerst dich alleine. Gut. Dann brauchen wir wenigstens nicht durch die Lava watscheln. Und gleichzeitig werden wir damit die Spinnen los. Gut gemacht. Und wir kommen an mehr Gold. So, was Gold angeht, stehen wir jetzt wieder besser da. Können rausgehen und uns dem Rest widmen. Ihr habt ein Artefakt entdeckt. Was für eins? Artefakt ist üppigen Gold. Es spuckt 1500 Gold alle 30 Sekunden aus. Ui! Ein Artefakt war eingelagert worden und gab nun seine Kräfte preis. Das ist doch sehr lukrativ. So, wenn wir damit nicht schnell leveln können, dann weiß ich auch nicht. Jetzt brauchen wir bloß noch die ganze Bösartigkeit. Zauber mal kurz. Obwohl wir auch den Stein der Geschwindigkeit hätten nutzen können, aber ist egal. Also, da greifst du schon mit so einem Sturm an und irgendwie gehen sie trotzdem nicht doll down. Okay. Forschen. Oh Gott, ja, Bier. Okay, das war zu teuer. Ich könnte Talia auf Level 8 bringen, aber mir sind die Kreaturen tatsächlich wichtiger. Wir brauchen mehr Bösartigkeit. Ich glaube, wir werden ein neues Vieh tot machen. Stein des Schadens. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit verstärkte die Angriffe aller Kreaturen. Und das hilft sehr. Man kann offensichtlich nicht alle Teile gleichzeitig einsetzen. Eure Feinde sind im Dungeon. Und das ist natürlich doof. Aber wenigstens brauche ich nicht mehr Talias Zauber zu zünden. Das ist auch sehr praktisch. Ich kann schon wieder nichts aufstufen. Wir brauchen so viel Bösartigkeit, die wir gar nicht produzieren. Wir sind schon relativ weit gekommen, das gefällt mir nicht. Wir müssen uns gleich runter teleportieren. So ist gut, nehmt alles an Bösartigkeit mit, was ihr kriegen könnt und dann ab nach Hause. So, die Horde geht auf Stufe 6, die Untoten gehen auf Stufe 7. Demnächst kommen auch mal wieder die Dämonen dran. Aber nicht jetzt.
super. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, aber überall werden sie durch Fallen aufgehalten. Alles ist gut. Das sind auch echt viele. Kann man nicht anders sagen. Glücklicherweise haben wir jetzt genügend Geld, sodass wir diese dann auch umwandeln können. Und die können dann gerne hier unten aufpassen. Das ist überhaupt kein Problem. So, unsere Leute können erstmal ein bisschen was tun. Währenddessen werde ich jetzt hier eine Bierbrauerei mit hinstellen. Dann müssen wir nach oben mehr Bösartigkeit holen. Heißt, wir vernichten weiterhin die Viecher und im Anschluss geht's weiter. Ich kann leider nicht die restlichen Steine einsockeln, also einen kriege ich noch rein. Dann ist erstmal Schluss, weil die Braut nach Hause muss. Ihr werdet euch doch wohl nicht an meinem Gold bedienen. Ist ja wohl jetzt das allerletzte. Es ist immer noch meins. Gut, drei Teile werden gebaut. Wir haben die Möglichkeit, die Totenhelden dann direkt umzuwandeln. Aber es dauert noch. Dafür brauchen wir noch mehr Werkzeugkisten und die werden jetzt nach und nach natürlich mehr produziert. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Eine Geschwindigkeit hat die getroffen, das ist auch schön. Okay, holen wir uns die nächste Kreatur. Obwohl ich gerne noch gewartet hätte, bis die das hier fertig machen, aber ist okay. Ah ne, wir holen uns nicht die nächste Kreatur, wir müssen vorsichtig sein. Hier unten graben wir nämlich gerade wieder in einen Spinnenbau wahrscheinlich rein. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Wie ungewöhnlich. Wir können die Leute bis zur Stufe 7 bringen, dann ist Schluss. Das ist natürlich ganz schön hart. Aber hey, hier kommen wir zur nächsten Runenstätte. Und da würde ich nicht unbedingt die Effizienz der Räume mit reinpacken, das bringt mir hier im Moment überhaupt nichts. Weil die auch gar keine Rolle spielt. Außer... damit werden auch die Fallen gemeint sein. Aber das glaube ich weniger. So, kümmert euch um diese Viecher noch. Damit wir den Bau kaputt machen. Die anderen, die werden nicht ausbrechen. Das ist okay. Wichtig ist, dass ihr nicht sterbt. Ihr seid die Heiler. Und das Ding ist gleich ausgegraben. Die Kreaturen des umgrabenden Bösen hatten eine weitere Runenkammer im Untergrund entdeckt. Erfahrungsstein? Den könnten wir nutzen, dann würden wir schnelle Erfahrungspunkte generieren. Der vierte Stein der Endlichkeit war an seinem Platz. Nur noch ein weiterer Stein musste platziert werden, bevor der Handschuh aufgeladen werden konnte. Moment, was heißt aufgeladen werden konnte? Ich denke, du lässt dich besser einfach überraschen. Oh.
Ich hasse Überraschungen. Das heißt nichts Gutes. Ja, der fantastische Stein der Erfahrung stand nun zur Verfügung. Mit dessen Hilfe konnte das weise Böse seine Kreaturen noch schneller im Level aufsteigen lassen. Aha. Das ist aber schön. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, lass sie drin sein, ist nicht schlimm. Hauptsache ein sie sterben. Ein Transport von Speisen für Waisen rollte über die Karte. Ihn zu zerstören, würde sicher einiges an Bösartigkeit bringen. Okay, die Kreissägen sind aus. Aber wir haben Gold ohne Ende, das reicht definitiv. Nur Bösartigkeit kriegen wir nicht so gut. Und da kommen noch mehr Helden. Aber alle kriegen gut Schaden. Also soll es mir recht sein. Aber jetzt wollen die in meine Schatzkammer. Das soll mir nicht so recht sein. Nö, nicht aufteilen lassen, ihr seid so dumm. Ja, dann klaut mein Gold, ist scheißegal. Helden bedienen sich in eurer Schatzkammer. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Und da kommt noch eine dritte Runde. Ja, warum auch nicht? Wir haben's ja. So, dann schubsen wir die hier nochmal in die Lava. Auch hier werden wir sie nochmal zersägen und zuvor eine Schatzkiste, eine Fake-Schatzkiste mit hinbauen. Zahltag. Ja, nachdem die Leute mein Geld geklaut haben, finde ich Zahltag nicht ganz so witzig. Die Leute sind aber auch weit gekommen, meine Fresse. Ich meine, wir können leveln, aber wichtig ist mir ja die Bösartigkeit. Eine eurer Kreaturen ist wütend und streikt jetzt. Warum? Weil du nicht vor dich hin kämpfen kannst. Wollt ihr mich eigentlich lieb haben oder was? Ach, das sind schon die letzten. Das ist gut für uns. Wir haben zwar nicht viel Bösartigkeit bekommen, aber das reicht zumindest, um vielleicht irgendwann mal den Raum fertig zu machen, zum Trainieren. Die Arena. Dass die denen so wichtig ist, na hallo. Wir sollen damit rechnen. So, meine Lieben. Geschwindigkeit, wo ist er? Dieser Stein der Endlichkeit verstärkte die Geschwindigkeit aller Kreaturen. Nett? Nett. Oder nett schlecht. Dieser Stein der Endlichkeit stärkte die Angriffskraft der Kreaturen. Ja, dann greif doch an.
Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Ja, das kann man durchaus so sehen. Nein! Ich komme wieder! Die mähen einfach durch unsere Leute durch. Wow. Aber ich glaube, die gehörten nicht alle zu dem Trupp. Ich hätte die gar nicht angreifen dürfen. Das sind diejenigen, die runter wollten. Das war böse. Gut, aber wir hatten noch Platz für drei weitere Leute, also insofern werden wir die jetzt leveln müssen. Und dafür sorgen, dass wir noch mehr Geld kriegen. So ein Dreck. Ich meine, wir können es jederzeit zum Ende bringen, das ist ja kein Problem. Hier wollte ich noch eine Schatzkiste mit hinbauen. Feinde haben den Dungeon betreten. Das einzige Problem ist eben, dass wir nicht genügend Bösartigkeit haben. Nicht mal, um unsere Fallen zu verstärken. Und wenn wir dann natürlich immer so eine Idioten haben, die uns wirklich komplett töten, dann habe ich da echt Probleme. So, glücklicherweise lebt die ein oder andere Kreatur wieder. Großer Teil ist tot. Einige Fallen müssen noch platziert werden. Weil ich keine Kisten mehr habe. Doch, habe ich noch. Geld haben wir auch. Es mangelt wahrscheinlich an Schnodderlingen. Aber ich kann die Schnodderlinge nicht weiter ausstufen. Ohne Bösartigkeit. Es ist Zahltag. Schön. Gute Idee, wieder welche tot. Genau, stell dich mal in die Lava, du bist sehr schlau. Nein, wirklich, sehr intelligent. Gefällt mir. Beim Graben seid ihr schnell. Bei allem anderen eher nicht so. Gut, ein Teil lebt wieder. Durch diesen Stein der Endlichkeit sammelten alle Kreaturen noch schneller Erfahrung. Der Bautrupp war auf dem Weg, um zerstörte Heldenbauwerke erneut zu errichten. Gut, hier ist ein ganzer Schwung übrig geblieben, das ist schlecht. Zumal unsere Kreaturen dadurch schnell wieder sterben können. Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Wirklich? El Presidente befiehlt, sofort ein Abo dazulassen. Sonst. Sonst was? Genau.